Guten Morgen und viel Liebe an diesem wunderschönen Tag und Bullshit sehe ich gerade überall herunterlaufen. Nein, ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag, auch wenn ihr keinen habt und Forever Alone denkt und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, um ein bisschen positive Stimmung zu schaffen, auch für mich selbst, werden wir einfach ein paar Valentinstagsspiele spielen. Und das wird uns natürlich, keine Ahnung wie, helfen, aber es ist einfach, ihr müsst glauben, weil das ist so, wie wenn Leuten schlecht geht und sie lesen die Bibel. Dann glauben sie, dass es denen besser geht und das hilft. Glaube ich. Und es wird mir auch helfen. Zum Beispiel, wenn ich einfach mal neue Leute im Verkehr, für den Verkehr, ich meine im Verkehr treffe. Zum Beispiel eine Blondine mit komischen grauen Anzug. Das sieht aus wie so ein Flasher, weißt du? So ein Perverser, der so ein. Naja, ja, ist egal. Auf jeden Fall ist sie ganz komisch am Gucken und scheinbar treffen wir diese Frau im Verkehr. Verkehr ist so ein tolles Wort. Oh, hi! Oh yeah, jetzt haben wir sie angehonkt. Komm mal her. Das nächste ist winken. Oh yeah, die will mich. Die will mich. Das nächste ist. You have beautiful eyes. Oh. Warum hat die mich gerade erschossen? Ich will nicht mehr mit ihr reden. Nein. Verpiss dich! Blöde Schlampe! Ich ruf, habe ich eine scheiß Stimme oder sowas? Hallo? You have beautiful eyes. Und sie, ich habe keine schönen Augen, halt die Fresse. Hast du die Tage oder so? Blöde Kuh? Wo sind wir eigentlich gerade im Traffic? Ich weiß, aber warum fahren wir? Du fährst wie eine Frau! Fotze! Geh nach Hause, du hast keinen, der dich liebt! Ich hasse sie jetzt schon. Ich möchte gern wegfahren. Ich überfahre dich gleich, komm mal raus. Warum hat die mich erschossen? Dumme Kuh. Winkt mir erst mal zu und lächelt. Dann winkt mir nicht zu. Und gib mir keine falsche Hoffnung oder Andeutung. Blöde. So, okay, was gibt's denn noch? Aussteigen und so zu ihr hingehen. Ich verstehe es ein bisschen jetzt, ein bisschen, weil ich bin ausgestiegen, während wir fahren. Ja, doch, wir fahren im Hintergrund, der Hintergrund bewegt sich. Und ich bin ausgestiegen und zu ihr hingegangen. Das ist schon ein bisschen creepy. Und ich sah auch seltsam aus. Aber ich sah jetzt nicht ekelhaft aus. Also, ich meine, und überall sind jetzt Stücke von mir. Kann jetzt bitte die Polizei kommen, diese dumme Kuh ins Gefängnis bringen? Wo sie hoffentlich verprügelt wird. Was denkst du eigentlich? Weißt du, und deshalb brauchen wir überhaupt keinen Valentinstag mehr. Weil die dritte Welle von Feministen hier, das ist so eine dumme Kuh. Die denkt, es ist, oh, ich brauch dich nicht, Mann. Winkt mir zu, findet mich geil, aber dann tötet sie mich. Und dann sagt sie, natürlich, ich hab mich gewehrt. Ich versuche hier wirklich nett zu sein und denk mir so, hey, vielleicht haben wir ja irgendwann mal Kinder und können uns streiten dann an Valentinstag, was wir tun. Na, okay, das nächste, ich schreib ihr was. Das nicht schreiben, das war hässlich malen. Ach, ich krieg dein BH. Du bist seltsam. Ich meine, das ist es seltsam, wenn ich catcalle, wenn ich sage, hey, du hast schöne Augen. Was für ein Schwein! Okay, warum? Okay, ich lasse es. Ich mal dir dann was. Warte, ich mal dir ein hässliches Herz. Und die Mutter in ihr kam dann raus, ah, ein hässliches Herz gezeichnet. Ich gebe dir meine Brust. Und dann wirft sie mir ihren ekligen BH ins Auto. Ich meine, mal überlegen. Mal überlegen.
würde ich meine Unterhose zu ihr werfen, würde sie die Polizei holen oder mich erschießen. Blöde Kuh. Ich werde jetzt einfach sie überholen. Oh, wow, okay. Police Officer! Ich bin vielleicht dumm wie Brot. Vielleicht ist sie aber auch schlecht. Hat sie schlecht gefahren? Nein, ich weiß auch nicht. Das war richtig dumm von mir. Nur, ich wollte mich nur an ihr reiben. Nein, Police Officer, können Sie bitte mal bei ihr reingucken da? Bei ihm, es kann auch ein er sein, wer weiß. Gucken Sie mal da rein, die hat Waffen. Okay, das nächste ist... Warum ist die Polizei sofort da, wenn ich irgendwas tue? Aber wenn sie eine Granate wirft, dann ist alles nicht so schlimm. Das ist kein Valentinstagsspiel. Wieso kommt das bei Valentinstagsspiel? Darf ich Sie bitte einladen zum Valentinstag? Was? Meetpeopleontraffic.com. Bingo. Du hast dir einfach ihre Nummer gemerkt und hast sie kontaktiert. Ja, das finden Frauen geil. Guck mal, ihr BH ist weg. Mhm. Continuity, ne? Haben sie sich schön gemerkt. Wow, nee, du bist doch nicht so hübsch, wie ich dachte. Geh mal wieder raus, danke. Aber ich möchte... Was ist denn Play Again? Du kannst nichts nochmal spielen. Das war Bullshit. Nee. Hallo, ich hab mir deine Lizenznummer gemerkt. Erinnerst du dich an mich? Ich war der genauso schlecht fahren konnte wie du. Und sie... Ah, ja, das nächste Mal, wenn ich dich sehe, dann steige ich bei dir ein. Nee, komm, erschieß mich nochmal. Das ist ein neues Bild. Sie ist jetzt, naja. Weiß nicht, warum guckst du so raus? Vielleicht passiert was anderes. Oh, ich hab meine. Ah. Honk, honk, verstehst du? Zweimal honken? Sie fährt aber auch. Ich habe meine Autohupe kaputt gemacht. Oh nee, doch nicht. Hey, deine Mutter stinkt. Du hast wunderschöne Augen. Du hast einen toten Hund auf dem Kopf. Deine beiden Brüste sind. Zeig mir mal deine Mittelfinger. Bist du heute Morgen so hässlich aufgewacht? Ja, okay, gucken wir mal weiter. Ich wink mal. Nochmal. Hallo. Hallo, meine Mama sagt, Blonde sind ganz schön nett. Hallo. Hallo, du hübsche Frau. Gibst du mir was? Hey, hübsche Frau. Hey, ich bin der Joachim. Ich kann schon Sachen rufen, wie zum Beispiel, du hast echt hübsche Augen wie meine Oma. Ah, ein Hate Crime. Ah, du hast mich erschossen, weil ich behindert bin. Ah, Frauen sind das Schlimmste auf der Welt. Nein, das kann so nicht enden. Wir gucken gleich nochmal. Wir suchen uns einen mit Happy End oder sowas. Hier gab es ja nicht mal einen Blowjob. Also so gesehen. Bullshit, Bushido und deshalb bis gleich. Warte. Wir sehen nochmal, wie ich rausgehe. Moin, ich bin so geil. Meine Hose ist hässlich. Wenigstens hat sie jetzt Blut überall in ihrem Gesicht. Ey. Wenigstens bin ich ein bisschen auf ihr Gesicht gekommen. So, Nis, bis gleich. Nee, 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 nee. Und, Zelda Valentins Quest. Und wer, bevor sie mich nicht super nerven, ja? Ich drücke Enter, okay. Okay, Link wacht total in Panik auf. Er hat vergessen, seine Bettpfanne zu lernen. Ich vergesse, dass es Valentinstag ist. Ja, kenne ich. Ich muss zu Zelda. Obwohl wir in diesem Spiel gar nicht zusammen sind.
aber das ist nicht so wichtig. Hui, hui, Zelda spielen mit lauter Musik und man kommt hier nicht wirklich hin. La la la, la la la. Geht die Musik jetzt so weiter? Yo, wir müssen jetzt weiter die Musik hören, die lauter wird. It will open soon. Natürlich Flower. Wir müssen natürlich Blumen kaufen. Kann ich der Milf hier Blumen kaufen? Ah, geh weg. Du machst überall Staub hin. Ja, du hast überall Staub drin, du blöde Kuh. Och Mann, nur weil ich zu dumm bin, in Türen reinzulaufen. Hallo? Ja, ich bin Valentinstag und ich kann nirgends rein. Ich hasse Valentinstag. Nein, nicht wirklich, aber Blumen und sowas ist ja auch süß. Kann ich einen von deinen Töpfen haben? Nein. Aber ich schenke dir das hier, das ist so hässlich. Ja, ich kann immer noch nicht auswählen. Aber ist egal. Zeldas Castle ist jetzt plötzlich Zelda. Scheinbar ist sie... Ah, du kannst nicht lesen, natürlich. Scheinbar ist sie jetzt schon Königin geworden. Hallo. Das ist die beste Quest ever hier. Ich kann nicht mit dir reden. Kann ich? Ja, von vorne nur. Das ist aber richtig. Von der Seite nicht anquatschen lassen, ne? Mein Name ist Bob, kleingeschrieben. Schön, dich zu treffen. Ja, Bob. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich hol dir mal Blumen, ne? Du wirst mein Valentins. Mein Valentin. Oh mein fucking Gott. Wer lebt denn hier so in der Pampa? Ist vollkommen egal. Ich brauche erstmal Blumen. In die Bar. Ich will in die Bar. Scheiß drauf. Zelda ist mir egal. It's not my house. Ist ja gut jetzt mit der Lautstärke. Ist ja mal gut. Aber ich kann doch nicht zu ihr gehen, ohne Blumen zu haben. Wie früh ist es denn, wenn der Laden noch nicht offen hat? Sollte ich wirklich jetzt schon zu Zelda gehen? Ich meine, vielleicht schläft sie noch. Okay, was soll's. Wir gehen. Ich weiß aber eh nicht, wo wir hier leben. Ist das ein Albtraum? Ich meine, es ist irgendwie hübsch gemacht und irgendwie auch nicht. Ich will irgendwie alles angucken und gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl, man kann eh nichts... Oh, es geht was rein, der Farmer. Ah, du willst meinen Dreck? Warum willst du meinen Dreck? Na, nimm es und lass mich trinken. Thanks. Jetzt habe ich eine Flasche... Was? Ich habe eine Flasche, Glas, einen Topf, whatever und Dreck. Oh ja. Ich brauche eine Schaufel. Nein, du brauchst einfach mal weniger Brummgebitsche. Mister, meine Hände sind sonst dreckig. Benutz deine Hände! Okay. Du hast jetzt Wasser im Glas. Das ist schön. Ich brauch trotzdem eine Schaufel. Oh nein. Oh, was ist denn hier los? Das ist ja OOT. 5 Stunden laufen, ohne dass irgendwas bringt. Ach, mein Cardio für heute habe ich aber auch durch, ne? Hallo! Okay, blaue Natur und braune Erde. Das ist deine die Lösung zu deinem Problem. Blaue Natur. Was ist denn da rum? Ich dachte, ich wäre faul. La la la! Na, 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 kann ich nicht Milch irgendwo holen? Okay, Emma brauche ich jetzt. Oh, tu doch einfach. Das sind 2 Mal in die Erde greifen. Danach kannst du nach rechts gehen und dieses Hände sauber machen an der. An der fucking. Blue Leaves. Yay. Warum gibt es diese Items-Liste? Okay, was soll's. Hallo. Hey, Alter, ich glaube, mein Bruder ist schwul. Er macht mir Angst. Du bist ein homophobes Arschloch, mein Kleiner. Ich hoffe, du hast keinen Valentin. Geh doch sterben. Oder du kannst mir mal... Du kommst mir einfach mit und ich benutze deinen Mund, um Erde zu bekommen. Hallo? Dreck? Ich kann dir eine Schaufel fertigen. Wenn du mir ein bisschen rosa Holz holst? Ich liebe nämlich rosa. Nimm diese Axt. Warum auch sowas reintun?
Ja, wir wissen ja, wo eine rosa Teil war. Also ein bisschen. Warum tut es da hin, wenn er nichts rein. Schon gut. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, schon gut. Entschuldigung. Geht einfach so ab bei der Musik. Okay, wo war jetzt nochmal der rosane Baum? Hallo, Bob. Hey, kann ich dich zusammenbringen mit dem Typen? Mit dem Bruder? Ich meine, Hauptsache Liebe am Valentinstag, würde ich mal sagen, ne? Ach, shit, ich hab vergessen, wo der Baum ist. Da. Das ist aber nicht rosa, das ist lila. Egal. Lila passt auch bei diesem Spiel. Ich komm nicht ran. Ist egal, ich kann von der Seite rangehen. Wie im Park. Oder eine U-Bahn. Hauptsache von der Seite, überhaupt ran. Echt mal. Warum, da, das sieht man mal wieder. Kleine Brüder können Arschlöcher sein. Müssen nicht immer nett sein. Oh, ich bin falsch gelaufen. Oh ja, bitte nochmal. Okay, hier. Okay, nimm diese Schaufel. Du kannst die Axt auch behalten, sie ist scheiße. Was bin ich, euer Müllheimer? Aber okay, es ist in Ordnung. Besser als gar nicht, ne? Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Jetzt benutzt er das rosa Holz, um irgendwas zu fertigen. Was dich glücklich macht. Und das unterstütze ich. Zeig mal. Jetzt du. Du hast auch nichts mehr Neues zu sagen. Ja, ne? Toll. Jetzt muss... Ja, aber ich... Ach, scheiß drauf. Du lebst schön. Rosa ist jetzt nicht meine Farbe, aber ich unterstütze rosa Leute. Nein. Ich mag... Ist in Ordnung, wenn... Wisst ihr was? Wenn Leute rosa mögen, ist doch gut. Gib mir andere Farben für mich. Wie grün, wie gelb und andere Farben. Da gibt's jetzt so viel. So. Kann ich jetzt zurück und, ich meine, ich weiß nicht, was ich machen soll mit den... Ach so. Weil der Flower Shop nicht auf hat, denke ich mal, muss ich Blumen... Man wetten, das ist ihr egal. Der wird sagen, oh, danke, Blumen. Was bekomme ich? Mal gucken, was ich von ihr bekomme. Das habe ich mich schon als Kind immer gefragt. Wenn die Jungs immer gesagt haben, oh, ich muss meiner Freundin Blumen holen und sowas. Ja, aber was kriegst du von deiner Freundin? Also ich werde das bei dir zusammenmischen und dann bekommst du diesen magischen Dreck. Okay. Ich habe eine Axt und magischen Dreck. Ich weiß aber nicht, was das... Bläh? Ja, wir haben doch noch nicht mal irgendjemanden. Ja, Bob, du bist du auch nicht wirklich wichtig, ne? Wo kann ich den magischen Dreck jetzt reintun? Hallo, bei dir? Nein. Du bist einfach in jedem Spiel. Ja, ist mir ziemlich egal. Wo muss ich denn jetzt mit meinem magischen Dreck rein? Ah, ich habe keine Zeit, mich wieder schlafen zu legen. Hast du aber auch ganz schön wichtig alles. Mann, ich drück doch Enter. Ich drück mehrmals Enter. Es ist ein Spiel, wo du sagst, drück Enter, um zu schließen. Drück Enter. Hast du Enter gedrückt? Ja. Dann drück nochmal. Ich wollte nur sicher gehen. Er redet auch nicht mehr mit mir. Warum ist vor einem ein Schild vor einem Haus? Und da steht dann, nach rechts geht zu Zeldas Castle. Und denkt man sich so, warum sagst du mir das? Warum hast du mir nicht gesagt, was in diesem Haus drin ist? Du hast mich verwirrt. Ich weiß nicht, was ich mit dem Dreck machen soll. Muss ich das jetzt... Nein! Nein! Sie ist noch... Sie sitzt da so. Mich schon bewertend. Ich trau mich nicht. Wieso ist sie überhaupt schon wach? Aber wenigstens ist die Musik entspannt. Valentinstag! Und was lernen wir daraus? Valentinstag ist Arbeit. Aber es ist schöne Arbeit. Es ist rumlaufen. Und den Wind zwischen dem Rock spüren.
Ach, Mann, kannst du mit mir reden nochmal? Oh! Achso, nee. Einfach nur, weil ich schon genommen habe. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Mit dem magischen Dirt. Muss ich Zombies auferstehen lassen? Vielleicht ist sie so eine Gothic-Frau? Das wäre ja mal was. Ich kann da aber nicht hinlaufen. Ah, ja, okay. Man muss nur. Naja, ich bin Zelda. Mario. Warum regen sich Leute eigentlich auf, wenn sie denken, wenn jemand überhaupt noch nie das Spiel gespielt hat und dann Zelda sieht und denkt, oh, ist das Zelda? Ich meine, wenigstens interessieren sie sich ein bisschen dafür, dann kannst du sagen, nee, nee, man spielt nicht Zelda, Zelda ist die Prinzessin. Und dann kommt es darauf an, was die Person sagt. Weil wenn sie dann sagt, das ist ja dumm, warum heißt es denn Zelda? Dann kannst du einer reinhauen. Aber, nein, aber ansonsten ist nicht so schlimm. Ja, nee, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mir eigentlich auch egal. Soll ich ihr einen Pott schenken? Heutzutage schenkt man der Freundin doch bestimmt Pott. Oh, ich will hier gar nicht mehr leben. Ah, was macht Link eigentlich die ganze Zeit? Ich rede mal mit ihr. Hallo Zelda. Hi Link. Schönes Outfit. Danke. Möchtest du mein Valentin sein? Was? Bitte. Du musst erst deine Liebe beweisen. Was zum Fick? Ich hab dein Leben doch mehrmals schon gerettet. Na, okay. Wenn du mir ein paar Blumen bringst, dann werde ich akzeptieren. Das ist einfach. Weißt du? Fick sie. Aber nicht im guten Sinne. Lass sie, ist egal, scheiß auf sie. Nein, auch nicht im guten Sinne, sondern, ne? Vergiss sie. Was ist das denn für eine dumme Kuh? Was haben wir heute, was ist das? Warum gibt es, hallo? Ich meine, ich habe ganze 2 Spiele ausprobiert. Das sind mehr als 0. Und deshalb. Und beide Male sind Frauen scheiße. Was ist denn das? Mach doch mal. Warum sind die Feministen nicht da dran und sagen so, hey, Frauen werden da echt scheiße dargestellt? Ja, Bob. Männer werden auch dumm dargestellt. Männer werden dumm dargestellt und besoffen und Frauen wie kleine Zicken. Ich meine, du musst erst mal deine Liebe beweisen. Was? Entweder du sagst ja, weil du mich magst, oder du sagst nein und dann muss ich das akzeptieren, aber so bist du einfach nur eine blöde Kuh. Boah, Link, geh doch einfach nach Hause, spiel ein paar Videospiele, guck dir ein paar Pornos an, schlaf einfach weiter. Muss ich hier irgendwas drücken? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warum sagen die, der Flower Shop macht später auf, wenn es sowieso egal ist? Und ich mit keinem mehr reden kann. Und ich auch mir irgendwie kein Wasser mehr holen kann. Was sollen hier diese ganzen Räume, die nichts bringen? Das ist einfach nur nervtötend bei einem Minispiel. Macht nicht große Bereiche, wo man eh nicht hin muss. Es nervt einfach nur. Genauso wie die Musik und die Frauen und die Leute. Irgendwie möchte ich jetzt selbst irgendwie gerne Waffe haben. Und alle einfach nur erschießen. Valentinstag. Oh, ging gleich weg beim ersten Mal. Okay. Okay, natürlich. Okay, jetzt auch. Habe ich vorhin nicht ausprobiert oder was? Ich habe, glaube ich, noch nicht das Magische gehabt. Ist egal. Komm, gib mir eine Pflanze. Oh, hier ist deine Pflanze. Oh, deine Erde ist wirklich schön. Dirt, Schmutz, aber okay. Ah, tut mir leid, ich habe alle meine Blumen schon verkauft. Wo ist er? Achso, jetzt erzählt er mir das, was er mir vorher gesagt hätte. Dass ich ein bisschen Wasser und sowas holen sollte und magischen Boden, weil. Why not? 2 rote Blumen, einfach nur um eventuell. Ja, ich bin das Klischee, aber vielleicht macht er das einfach nur, weil er einen wegstecken möchte. Männer sind da ziemlich dämlich.
sie machen sehr, sehr viel. Überlegen, Männer sagen so, ich habe auch meinen Stolz, aber sie machen sehr viel, um an Sex zu kommen. Geht doch einfach in Puff. Zelda ist nun dein Valentin. Yay. Congratulations, du bist ein Opfer. Naja, das meine ich. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Sie hat dich nicht gemocht. Sie hat dich jetzt nur genommen, weil du Blumen hast und sie ihr ein schlechtes Gewissen eingeredet hast. Also, hättest du sie nicht ein paar Mal gerettet? Ich meine, sie denkt sie bestimmt nur so, ja, okay, jetzt muss ich ja die Beine breit machen. Ich meine, wenn du darauf stehst, Link, okay, aber geh doch lieber zu Bob oder zu dem Bruder, der dir die Schaufel gegeben hat oder so. Ich meine, die alte Frau wollte dich auch nicht. Warte mal, kann das sein, dass die einzigen Frauen... Ah nein, du könntest noch die Hexe nehmen. Die kann dir was wohin sprinkeln, da so mit Zauberstaub und dann... Keine Ahnung, was dann passiert. Nie ohne Kondom. Und das ist halt Valentinstag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag. Und... Man kann doch was draus lernen aus diesen Spielen. Nicht nur, dass die Welt scheiße ist, mit den Menschen darin meine ich, nicht die Welt an sich, aber auch, wenn ihr einen Valentin habt, kann man daraus lernen, hey, meine Freundin oder mein Freund ist nicht so scheiße. Mein Freund will nicht, macht das alles nicht nur, weil er Sex haben möchte. Oder meine Freundin will nicht Blumen oder dass ich ihr Leben rettet, liebt mich nämlich, weil ich es bin. Ha! Voll positiv gedacht. Und wenn ihr keinen Valentin habt, dann überlegt, wie viel Arbeit ihr euch erspart. Und überlegt, ihr müsst niemanden fragen. Und überlegt, ihr könnt ausschlafen. Ah, es gibt so viel Positives auf dieser Welt. Und die Musik ist es nicht mehr. Aber auch selbst da, überlegt mal, hallo, ihr könnt noch hören. Und die Musik ist jetzt auch nicht scheiße. Das Leben ist schön. Ich wünsche euch alles Gute. Ich bin euer Valentin, wenn ihr keinen habt, und dann werden wir eine große Liebesorgie feiern, wo wir einfach nur uns gegenseitig Nettigkeiten zuwerfen, bis wir Regenbogen kotzen. Yay! Aber da ist kein Pink drin. Denkt dran. Rosa, No-Go in Regenbogen, und deshalb ist ein Regenbogen die schönste Farbe. Ich hab euch alle lieb. Ein Herzchen, ein Küsschen und bis zum nächsten Mal. Euer Gate. Tschüss.